Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blacktail. Ich werde mich jetzt diesem Riesenpilz mal stellen. Ich versuch's mal. Ich werde aber dabei wahrscheinlich. Naja. Mal drauf gehen. Ich werde es versuchen, so zu schneiden, dass ich nicht zu viel davon zeige. Also. Erstmal nochmal mit ihm reden, auch wenn man das schon kennt, aber es sind schon 2 oder 3 Folgen her. I'm here for, I'll be damned. Look who's there. It's the little kitty goat sent by the stiff-necked knight to rob me of the explosives. I'm not all warmed up after the nap, but it's still gonna be enough for you. This is who I am! Vorstellen, was soll ich denn? Bin ich verwirrt, was ist das? Fängt ja schon gut an. You really get my goat? Was hat der eigentlich dann hinten an der Seite hängen? Ich habe das Gefühl, der Höhe ist man viel langsamer als draußen. Das ist gemein. Try harder. Oh, you really get my goat. Ich habe keine. Ich müsste mal noch mal Pfeile machen. Ein Pilz. Ist so viel auf einmal, das hilft nicht. Was will der Typ davon hier? Au! Wo ist der? Ich hab ihn noch fast. Keine Pfeile mehr. One stone, one dead race. Ist er jetzt tot? Ja, schaff's, schaff's! Oh, das Pulver aus der Truhe. Okay. Verlasse die Höhle. Is someone there? Was, was? The mushroom's blood is still warm. As the girl in a peculiar mask leaves his lair. Isn't that a lovely scene? Well, I guess I'm not the only peculiar looking person around. Hi, what big eyes you have. All the better to see you with. See who you are. See what you did. Look, I can explain. Never do that. Not in front of me. Whispers can be extremely loud if you know where to listen. Don't mind the poor soul here. He will grow back anyway. That is how mushrooms are. Coming here was a dead end, though. You can deliver the package later. But at the end of the day, that's not what gets you past the bridge. I don't quite. Your fellow mushrooms and I made a deal to get rid of the dragon. The dragon is just an idea. A facade to the real problems of the forest. Following the trail of honey would be the first step towards dealing with them, without making so much unnecessary noise. Oh, I get it. The operation goes undercover. So, where does this trail start, exactly? On the offering site, under the mill, in front of the so-called Dragon's Den. Take this pot of honey, plant a lure, take cover, and see who shows up. I'm sure the result may surprise us. You may want to seek me out after you're done there. Some princess's beauty sleep may be just about to end.
Let us proceed with the investigation then, Mr. I'm a man of shadows. Make sure to never turn your back on them, masked girl. Okay, jetzt habe ich leider nicht ganz so viel mitbekommen, denn die Katze hat gerade sich übergeben. Ja. Also, ich muss auch kurz das Ganze wegwischen. Einen Moment. So, hier bin ich wieder. Nachdem ich alles aufgewischt habe. ja, ich habe jetzt nur noch irgendwas verstanden mit einer Mühle, mit der Mühle und irgendeiner Prinzessin. Das war jetzt ein sehr schlechtes Timing. Aber jetzt habe ich ja das Pulver. Kann ich jetzt so... Ach, wie heißt der Typ? Geh jetzt zur Höhle des Drachen. Ja, genau. Aber was war jetzt mit dieser Mühle? Okay, wir müssen zuerst zum Drachen. Dann gehen wir mal hin. Bin ich auf dem richtigen Weg? Hier runter? Hier. Also hier lang. Diese Spinnen immer wieder hier sind. Lecker Auge. Also es ist so, wie ich gedacht habe. Man braucht erstmal ein bisschen mehr Erfahrung. Dann war es doch viel einfacher, ihn zu erledigen. Bin ich jetzt richtig? Was ist die Brücke? Die Mühle war da hinten. Oh nein, geht weg von mir. Oder? Oh, ich habe gar keine Blume dahin gelegt. Weavers of life, keep on spinning my thread. Dann hier runter. Nehme ich mal an. Sieht mal ganz danach aus. So, this must be the dragon's den. Time to drop the lure somewhere around. Ich nehme mal an, hier hin, genau. Now for some hiding spot. Ein Versteck. Wo soll ich mich verstecken? Hier? See what happens. Ach, ein kleiner Pilz. Soll ich ihn jetzt erledigen? Nee, oder? Ach, ich muss mal kurz nachlesen. Tagebuch. Ja. Erreichte sie endlich die Höhle des mächtigen Drachen, das tat sie, den Köder auszulegen, und das tat sie. Sie musste sich nur noch verstecken und abwarten. Praktischerweise war da ein äußerst unauffälliger Stein. Okay, ich muss nur abwarten. Okay.
Es passiert aber irgendwie nichts, außer dass er komische Geräusche von sich gibt. Oh. Was soll ich denn jetzt? Soll ich jetzt hin? Ich gehe mal hin oder so. Ich will jetzt auch nicht. Ich habe Angst, dass ich jetzt alles versau. Was? Who's that? Ah, ein Pilzkind ist das. Aha. Okay. Hallo? Hey, little one. Are you looking for something here? Me? Would I look for honey? I don't even like honey. I never said you were looking for honey. Neither did I. Listen, kid. My name's Twig. What are you really doing here, Twig? I'm trying to save Blossom, my sister. The dragon got her. She's in the cave. You gotta help me. Dragon, huh? Well, I might as well take a look inside. You sure? Das hört sich nicht so gut an, aber naja. Hier bleibt wohl nichts anderes übrig. Ach, da ist noch Honig. Was ist denn hier passiert? Was? Oh Gott. Well, the terrible dragon, of course. Ja. Okay, Pfeil auffüllen. Aus Sicherheit. Huh? These arrows are dripping with honey. Okay. Could they be the fabled sticky arrows? Whoa. Too bad there are so few. Sagen um oben klebrige Pfeile. Okay. Klebrige Pfeile. Mit Honig überzogene Pfeile, die beim Aufschlag eine klebrige Explosion auslösen, die Gegner innerhalb der Explosionsreichweite verlangsamt. Drücke 2, um sie auszuwählen. Okay, da. Da, Moment. So. Was macht welche? Drücke 2. Aha, und jetzt für die normalen Pfeile. Oh, nein, was? 0. Was war das jetzt? Das ist ja was anderes. Ah, 1. Okay. Jetzt habe ich's. Okay. Klebrige Pfeile. Das hört sich an. Ach, geh weg von mir. Aua. Wespennester. Mit klebrigen Pfeilen versiegeln. Aha. Das liegt hier. Da ist jetzt aber nichts passiert. Ah, ich war zu weit weg. Ah, da sind noch Pfeile, zum Glück. Oh, geh weg! Komische Wespen, ich hab die anders in Erinnerung. Ah, geh weg! Oh Gott. Ja, sind die noch schlimmer als die Wespen Eschen neben. Das fühlt sich alles so ekelhaft an. Ja. Aha, das sind noch.
Warum muss ich hier durch? Naja. Okay. Ich erstmal erledigen. Nein, daneben. Geh weg. Oh mein Gott. Warum hab ich... Nein. Warum? Die anderen. Oh, ich hab keine mehr. Oh nein, ich hab keine Federn. Oh Gott. Ich muss hier raus. Kann ich jetzt überhaupt raus? Ich... Ach, Mann. Okay, ich muss hier... Ich muss mir neue Pfeilen... Ja. Neue Pfeile. Und dafür brauche ich Federn. Dafür muss ich aber erstmal rausgehen. Ich bin so ein Idiot. Okay. Erstmal auf die Suche gehen. Ich habe da... irgendwie überhaupt gar nicht mehr daran gedacht, mir Pfeile, also Sachen für die Pfeile zu erstellen, zu suchen. Naja, Gesundheit mal auffüllen. Federn. Ich brauche Federn, sonst liegen da immer so viele. Immer dann, wenn man etwas sucht, findet man es nicht. Das ist typisch. Wo sind Federn? Geh weg von den blöden Wespen. Nein. Ich bin langsam. Oh, jetzt finde ich keine Federn. Wollt ihr mich veräppeln? Okay, ich werde das Ganze dann mal rausschneiden. Glaube ich. Ich weiß nicht, wie lange ich brauche. Je nachdem, wie lange ich brauche. Das. Das. Ja, genau. Ja, Wesen. Ja. Das Wesen, genau. Gutes Deutsch. Jetzt finde ich Stücke, aber keine Federn. Verdammt. Ich will die Vögel nicht abschießen. Okay, ich gehe da mal über die Brücke. Ach, da waren 5 Federn drin. Brauche aber wahrscheinlich viel, viel mehr. Ja, genau. Das reicht nicht. Ja, hier liegen 4 rum. Das ist schon mal gut. Oh, eine Vase. Ach, ja. Wo man eine Blume reinstecken kann. You could always shoot the hive down. Aha. Ah, so bekomme ich Honig. Für die Pfeile wahrscheinlich. Nehme ich mal an. Die anderen. Die klebrigen Pfeilen. Mal schauen, ob hier auch noch Federn sind. Ich finde ganz viele Stöckchen, aber keine Federn. Ah, hier sind noch. Was sind das hier komische Blobs? Okay, ich hoffe, das reicht jetzt. Okay, gut. Ich will jetzt auch nicht zu lange meine Zeit damit verschwenden. Also gehe ich nochmal zur Höhle. Das war dumm. Ich habe da nicht so daran gedacht im ersten Moment. Mal ganz kurz nach Bären suchen. So, hier. Und hier.
So, jetzt kann ja losgehen. Suchen wir mal die Schwester von diesem Kind. Ich dachte immer, Pilze wachsen aus dem Boden. Och nö, jetzt muss ich ja schon wieder zustopfen. Gott, schwindet. Ja, das ist ja doof. Mann. Okay. Hört sich auf jeden Fall mal nicht... gut an. Nein, daneben. Boah, warum explodieren die? Aber was kann ich jetzt mit dem Honig da machen? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich kann aber hier hochgehen. Okay. Warum muss ich das tun? Verstehe das nicht. Egal. Nein, total daneben. Ist das nicht. Oh Gott. Okay, das nächste Nest. Ich habe auch nur noch einen Pfeil. Und nun? Sind da noch irgendwo Pfeile? Lebrige Pfeile? Pfeilen? Pfeile? Keine Ahnung. Ja, hier unten. Oh, das war jetzt keine dumme Idee, hier runter zu gehen. Wie komme ich denn aber da hoch? Vielleicht mit Anlauf? Oh Gott, was war das? Was war das? Ja, ich hab's geschafft. Okay. Oh mein Gott. Did she really go there? Schreck mich doch nicht so. Die Verpilze ist seltsam. Die sind alle seltsam hier. Oh, geh doch weg. There? You've got to be kidding me. Well, don't worry. There's another way out. Blossom, are you there? Blossom! Take it easy. I'm going for her. Irgendwas sagt mir, dass es unangenehm wird gleich. Okay, dann ja, gehen wir mal. Tschüss. Das war so klar. You're not the only one. Twig, I'll get you for this. Oh, you're not going anywhere. Here, kill yourself. Das war so klar, warum hat sie das getan? Oh Mann. Ja, klasse. Was tue ich jetzt nur? Naja. Who? Oh, who's there? Oh, please. Be me so full. Excuse me? No, go away. Pee-wee, can't have any more honey. Or he'll... Bite your head off. You'll feed Pee-wee one way or another. Was soll das? Kämpft gegen den verfluchten Klug. Hubert.
Ich kann mich verstecken, das ist schon mal gut. Keine Pfeile. Bringen diese Pfeile irgendwas? Die Klebrigen? Ich probiere es mal aus. Vielleicht haben die irgendeinen Nutzen. Ich weiß nicht, ob das ein Problem ist. Ich verstehe es nicht, wie er redet. Ist das immer der gleiche? Oh Gott, was ist das? Bären, Gott sei Dank. Was will der von mir? No more, honey! Please! Ich dachte, richtet das jetzt in den Schaden an? Oh! Mama! Ach nein! Eine Wespe. Okay, das war's. Okay, das wird mir dann doch leider ein bisschen zu lange. Wir versuchen das dann in der nächsten Folge. Am liebsten würde ich jetzt zurücklaufen, aber da kommen wir nicht drum herum. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann das nächste Mal. Tschüssi!